Die Wärmepumpenoffensive war das große Baby von Robert Habeck, aber auch das scheint er komplett gegen die Wand zu fahren. Durch das neue Wärmepumpengesetz wurden im letzten Jahr so viele Gas- und Ölheizungen eingebaut wie noch nie zuvor und damit ist die Wärmepumpenoffensive von Habeck komplett gescheitert. Und es gibt noch ein weiteres massives Problem für die Wärmepumpen, welches Habecks Pläne komplett zunichte machen. Alle Details in diesem Video. Wer hätte es gedacht, Habecks Planwirtschaft funktioniert nicht. Erneut beweist eine Bundesregierung, dass Planwirtschaft und Sozialismus eben nicht funktionieren. Aber was will man auch von einer Partei erwarten, die von zwei Personen ohne Berufsabschluss und ohne Berufserfahrung angeführt wird? Habeck wollte aus ideologischen Klimagründen alle Öl- und Gasheizung aus den deutschen Häusern verbieten, aber dieser Schuss geht komplett nach hinten los. Die Bild-Zeitung schrieb, Deutsche kaufen Öl- und Gasheizungen. Habecks Heizgesetz geht nach hinten los. Wirtschaftsminister Robert Habeck will, dass die Bürger von Öl- und Gasheizung lieber mit Wärmepumpen heizen. Doch mit seinem Heizgesetz hat er einen Boom bei Öl und Gas ausgelöst. Das geht aus den Absatzzahlen des Bundesverbandes für deutsche Heizungsindustrie hervor, die der Welt vorliegen. Immer mehr Deutsche modernisieren ihre Geräte. Im letzten Jahr waren es 1,3 Millionen neue Heizungen. Laut Statistik sind das doppelt so viele wie noch in den vergangenen Jahren. Aber, und jetzt kommt's. Förderchaos, verwirrende Gesetze und Verunsicherung. Da greifen die Deutschen lieber zur bekannten Technik. Rund 70% der neu gekauften Heizungen werden überwiegend mit fossilen Energien betrieben. 2022 waren das nur 66%. Besonders beliebt ist die Gasheizung im Heizkeller. Fast 800.000 Stück wurden neu eingebaut. Laut BDH ein Anstieg von 32% im Vergleich zum Vorjahr. Und sogar die eigentlich totgeglaubte Ölheizung ist wieder gefragt. 112.500 Stück wurden verkauft. Eine Verdoppelung im Vergleich zu 2022. Wow. Also das ist wirklich eine kleine Revolution. Im letzten Jahr wurden sage und schreibe doppelt so viele Ölheizungen eingebaut wie noch 22. Also ausgerechnet die schmutzigen Ölheizungen, von denen Habeck ja unbedingt weg will, die wurden jetzt sogar doppelt so oft eingebaut. Und damit zeigen die Bürger Robert Habeck den politischen Mittelfinger und zeigen ihm, wie egal ihnen Habecks Klimapolitik ist. Die Bürger, die haben nämlich ganz andere Sorgen wie diese politische Klimakrise. Die sorgen sich nämlich um ihr Geld und um bezahlbares Heizen. Und wir alle wissen ja, dass sich eine Wärmepumpe im Altbau nie und nimmer rechnet. In den meisten Fällen muss nämlich gleich das komplette Haus mitsaniert werden und das kostet dann 200.000 Euro aufwärts. Das musste selbst Robert Habeck mittlerweile zugeben. Ja? Und ich habe es bei mir auch gesehen. Ich saniere ja auch ein Haus und habe mir damals ein Angebot für Wärmepumpe und für Pelletheizung machen lassen. Und die Wärmepumpe lag mit dem ganzen Drum und Dran bei mir sogar bei über 300.000. Das bezahlt doch niemand, das kann niemand bezahlen. Ja? Vor allen Dingen nicht der Rentner in seinem Einfamilienhaus. Woher soll er das Geld nehmen? Von der Bank kriegt er auch keine Kredite dafür, weil er ja schon ein hohes Alter hat und damit den Kredit nicht mehr rechtzeitig abbezahlen kann. Und von den ganzen fehlenden Handwerkern und den fehlenden Rohstoffen mal ganz zu schweigen. Habeck, der hatte sich ja zum Ziel gesetzt, jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen einzubauen. Aber von diesem Ziel ist er meilenweit entfernt. 2023 wurden zum Beispiel nur 356.000 Wärmepumpen eingebaut und die Prognose für 2024 ist nochmal deutlich schlechter. Und warum? Na, weil diese Wärmepumpen ja hauptsächlich im Neubau angebaut wurden. Und der Neubau, der ist jetzt faktisch tot, der ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Immobilienkrise sei Dank. Niemand kann sich mehr Neubau leisten. Die Zinsen sind extrem hoch, die Bürokratie ist hoch, die Handwerker fehlen, die Materialpreise sind hoch. Neubau lohnt sich einfach nicht mehr in Deutschland und deswegen werden auch keine Wärmepumpen mehr eingebaut. Aber
So weit denkt unsere Bundesregierung ja nicht. Man beschäftigt sich lieber mit irgendwelchen Fantasiethemen, ja, sodass es zumindest aussieht, als würde man irgendwas machen. Aber das hat absolut nichts mit der Realität der deutschen Bürger zu tun. Und meine lieben Zuschauer, es kommt sogar noch schlimmer für Robert Habeck, weil die Wärmepumpen, die haben noch ein ganz anderes Problem. Agrar heute schrieb, Wärmepumpen immer öfter geklaut. Hausbesitzer tragen den Schaden. Diebstähle von Wärmepumpen nehmen zu. Das Problem, Versicherung zahlen den Schaden oft nicht. Hausbesitzer bleiben auf den hohen Kosten sitzen. In Deutschland werden immer mehr Wärmepumpen geklaut. Alles deutet darauf hin, dass Kriminelle ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt haben. Besonders betroffen die außen vor dem Haus angebrachten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die Schäden sind erheblich und bewegen sich meist im fünfstelligen Euro-Bereich. Tja, meine lieben Zuschauer, so sieht's aus. Während nämlich die Gas- und die Ölheizungen ja meist in dem geschlossenen Keller eines Hauses stehen, werden die Wärmepumpen draußen aufgebaut. Und da sind diese teuren Geräte natürlich ein gefundenes Fressen für die Diebe. Weil klar, solch ein Gerät, ja, solche Wärmepumpe, lässt sich ja im Gegensatz zum Beispiel einen draußen geparkten Auto ja einfach demontieren und wegtragen. Weil das Ding, das wiegt ja deutlich weniger und kann dann von zwei Personen einfach demontiert und weggetragen werden. Und dann wird es für den Hausbesitzer richtig, richtig teuer. Die Zeitung schreibt weiter, Fakt ist jedenfalls, viele Versicherungen weigern sich, den Schaden zu zahlen, wie die jüngste Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein berichtet. In einem konkreten Fall, den der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein schildert, wurde eine Wärmepumpe im Wert von 15.000 Euro gestohlen. Die Versicherung will nicht bezahlen. Die Verbraucherzentrale sagt dazu, die Wärmepumpe war nicht in der Gebäudeversicherung mitversichert, da sich die Wärmepumpe, und jetzt pass auf, nicht im, sondern vor dem Haus befindet. Und deswegen bleiben die Hausbesitzer auf den Kosten sitzen. Das musst du dir mal vorstellen, ja? Da hörst du auf unseren kompetenten Wirtschaftsminister Habeck, willst zusammen mit ihm das Klima retten und baust dir dafür extra eine Wärmepumpe ein. Und dann wird diese Wärmepumpe geklaut und die Versicherung bezahlt nicht, weil sie sagt, die Wärmepumpe ist nicht im, sondern vor dem Haus. Also würde mir so etwas passieren, dann hätte ich jetzt einen riesengroßen Hals auf Robert Habeck und seine tolle Wärmepumpenoffensive. Weil ohne dem sein schwachsinniges Gesetz hätten die meisten ja wieder eine ganz normale Gas- oder Ölheizung verbaut, welche ja im Keller drin steht und dort mitversichert ist. Und das war für mich auch einer der Gründe, warum ich mich in meinem Haus ja gegen eine Wärmepumpe und für eine Pelletheizung entschieden habe. Aber auch dort hatte ich kurzzeitig richtig Angst, weil Habeck wollte mir damit auch ans Bein pinkeln. Weil 2021, da war die Pelletheizung noch super, wurde von Habeck gefördert, alles war tutti. Aber ein Jahr später wollte man dann plötzlich die Pelletheizung verbieten, weil Holz plötzlich auch ganz, ganz böse ist. Also ihr seht, das Heizungsgesetz von Robert Habeck ist der allerletzte Müll und steht sinnbildlich für das komplette Versagen von Habeck als Politiker.